Wissen Sie eigentlich noch, was man unter einem Scharlatan versteht, meine Damen und Herren? Ich will Ihnen etwas auf die Sprünge helfen. Der Begriff des Scharlatans stammt ursprünglich aus dem Französischen und wurde abgeleitet von der Begrifflichkeit Sierlatano. Der Sierlatano war ein, heute würde man ihn vielleicht als Schwätzer bezeichnen, und wurde verwendet für Personen, die lautstark auf dem Marktplatz ihre fragwürdigen Heilmittel angepriesen haben, ohne dass man dafür einen Wirkungsnachweis hatte. Zur damaligen Zeit war es der Marktplatz, zur heutigen Zeit ist es Instagram, TikTok, YouTube, einfach Social Media. Diese Personen waren oft Quacksalber, wie gesagt, Scharlatane, die falsche Heilversprechungen gemacht haben, oft aus ihren Begehrlichkeiten heraus, wie wir sie heute eben auch haben. Jetzt ist es so, die heutige Situation, die ist wirklich alarmierend. Und zwar hat sich in den letzten Jahren vor unser aller Augen im Gesundheits-, aber auch im Fitnessbereich eine fatale, eine geradezu hochgradig gefährliche Situation, ähnlich wie die Bratwurstfixerei, entwickelt. Und zwar, selbsternannte Spezialisten schießen wie Pilze aus dem Boden. Und gerade im Fitnessbereich, aber auch im Bereich der Hormone Replacement Therapie, überschütten sie uns, sie vor allem, mit vermeintlich revolutionären Methoden, Ratschlägen, ohne jegliche Evidenz, ohne jegliche Selbstreflexion im Bereich des Biohackings und der Biomedizin. Und diese gut gemeinte Hilfe angeblich, die so, ja, die so süffisant herüberkommt, die ein bisschen was hat von Al Bundy oder Kelly Bundy, ist eine sehr gefährliche Scharlatanerie, meine Damen und Herren. Diesbezüglich ist die heutige Coaching-Landschaft geprägt von Individuen, die eben gerade mit halbgaren Versprechungen, oberflächlichem Wissen auf YouTube, insbesondere YouTube, hausieren gehen und erheben den Anspruch, geradezu Experten zu sein auf ihrem Gebiet. Ja, natürlich auch gewisse Dopamin-Junkies sind. Woher das kommt, da kann man auch drüber spekulieren. Sie wissen ja, Testosteron in hoher Dosierung steigert kommt und mau führen zu einer steigeren Geschwindigkeit des Abbaus von Dopamin und Serotonin. Und deswegen brauchen wir dazu auch etwas mehr Stimulation am Ende des Tages. Ja. Also bei genauer Betrachtung entpuppt sich diese vermeintliche Expertise als nichts weiteres als eine Ansammlung von Plattitüden und pseudowissenschaftlichem Halbwissen. Und einige von den Spezialisten, die schaffen es wirklich, selbst die niedrigsten Erwartungen noch bei weitem zu übertreffen. Ja. Sie schmücken sich mit bedeutungslosen Begrifflichkeiten, Zertifikaten und zweifelhaften Qualifikationen wie einfach Experte im Bodybuilding oder im Kraftsport zu sein, indem man an einem Wettkampf teilgenommen hat, wo man vielleicht sogar den zweiten oder dritten Platz gemacht hat. Das ist die heutige Qualifikation, meine Damen und Herren. Das ist das heutige Coaching. Ja. Um den Anschein von Seriosität zu wahren, ist diesen Scharlatan kein Anspruch zu peinlich. Während in Wirklichkeit kaum mehr als oberflächliche, ja, dilettantisches Halbwissen zur Verfügung steht. Hier wird nur mal die Oberfläche von Fachwissen gekratzt. Diese modernen Quacksalber, meine Damen und Herren, nutzen die Unsicherheit, ihre Unsicherheit nach ein Bedürfnis, nach Sicherheit, nach Orientierung, nach Gesundheit, nach Leistungsfähigkeit, nach muskulösem, attraktiven Aussehen, nach dem Sportwagen, den wir uns alle heute nicht mehr leisten können, um sich auf perfideste Art und Weise selbst zu bereichern. Sie predigen wundersame Trainingsmethoden, sie predigen Wundermittel, schnelle Lösungen, ignorieren dabei jedoch in den meisten Fällen die Komplexität der Biochemie, der menschlichen Gesundheit und natürlich auch in einem besorgniserregenden Art und Weise die Individualität des Einzelnen. Das ist die Kunst, die Individualität eines Einzelnen. Jeder funktioniert etwas anders. Jeder Patient, jeder Sportler hat eine andere
Entgiftungskinematik, Detoxikation, Entgiftungsphase 1 und 2, aber auch genetische Polymorphismen im Rahmen von Glyation S-Transferase M1P1T1. Das heißt, mit diesem gefährlichen Halbwissen nach dem Motto One Fits All, ja, und ich bin der neue Coach, ja, setzen Sie Ihre Klienten nicht nur finanziellen Risiken aus, sondern auch gefährlichen und psychischen, physischen, fragwürdigen Konsequenzen. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, ist, echte Expertise erfordert fundierte Bildung. Jahrelange Erfahrung, manchmal jahrzehntelange Erfahrung und vor allem die Fähigkeit, die heute ein ganz, ganz seltenes Gut geworden ist, der kritischen Selbstreflexion, sich ständig zu hinterfragen. Für die Frage, zu der Antwort, wo man sich am sichersten ist, sollte man wahrscheinlich am ehesten seinen Standpunkt noch einmal überprüfen, überdenken und vielleicht korrigieren. In einer Zeit, in der die lautesten und selbstbewusstesten oft die größte Aufmerksamkeit erreichen, gehen wahre Fachleute in der Flut der Scharlatanerie unter. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, ist nicht nur bedenklich, sondern auch verantwortungslos. Es wird wirklich Zeit, dass wir mit der Coaching-Industrie uns auseinandersetzen, kritisch auseinandersetzen und jene entlarven, die auf dem Rücken anderer, teilweise gutgläubiger, naiver, aber auch junger Menschen Profit schlagen, ohne nötige Kompetenz, ohne Fachwissen, ohne Studium. Der moderne Coach ist in weiten Teilen, maxima culpa, meine Damen und Herren, sehen Sie es mir bitte nach, nichts weiter als ein moderner Märchenerzähler. Das Niveau Kelly Bundy ist erfüllt. Asterix und Obelix, Fix und Foxy, meine Damen und Herren, fallen Sie darauf nicht herein. Halbwissen darf nicht weiterhin Ihr Vertrauen erringen. Fragen Sie nach, seien Sie kritisch und sapere aude. Beginnen Sie endlich selbst zu denken, denn auch auf der anderen Seite der Medaille wartet die nächste Enantat-Bratwurst auf Sie oder auf Ihre Gesundheit. Der Angriff auf das Mikrobiom, der Angriff auf Ihre Hormone und der Angriff auf Ihre Selbstbestimmung. Die gefährlichsten Dinge stehen noch vor uns. Deswegen lernen Sie schon heute, kompetent Angebote zu hinterfragen. Lernen Sie Scharlatane von echten Experten, die es heute sehr wenig gibt, zu trennen. Alles Gute, meine Damen und Herren. Sie bis Packen Parabellum.